Und zugeschaltet aus Berlin ist uns jetzt zu dieser Problematik Jan-Marco Luschak, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Ich grüße Sie in die Hauptstadt, direkt in der Nähe des Bundestagsgebäudes Paul-Löbe-Haus. Und im Hintergrund des Kanzleramtes bringt sozusagen die Achse, die wir jetzt besprechen wollen. Grüße also nach Berlin, Herr Luschak. Ich grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Herr Luschak, drei Abgeordnete der Unionsfraktion schreiben einen Brief an 100 der Fraktionskollegen, sorgen dafür, dass die Medien davon erfahren. Und jetzt sprechen wir darüber. Sie waren einer der Adressaten. Wie mehrheitsfähig ist dieses Projekt erstmal innerhalb der eigenen Unionsfraktion? Nun, es gab ja vor diesem Brief ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz war die Unzufriedenheit ja sehr, sehr groß in der Bevölkerung, aber auch bei uns in der Unionsfraktion und ich glaube in allen Fraktionen des Deutschen Bundestages, weil wir schon ja eine sehr merkwürdige Situation haben. Wir sehen, dass 2/3 der Menschen nach wie vor einverstanden sind mit den Maßnahmen, die wir zur Bekämpfung der Pandemie ergreifen. Sogar, dass viele Menschen sagen, wir müssten eigentlich noch schärfere Maßnahmen haben. Gleichzeitig wächst aber die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement. Und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Verlauf der Ministerpräsidentenkonferenz zu tun, hat sehr viel damit zu tun, dass man dort über viele Stunden zusammensitzt, gemeinsam ringt um Beschlüsse, die dann am Ende auch gemeinsam trifft, dann aber hinausgeht und diese Beschlüsse kritisiert und in den jeweiligen Bundesländern am Ende doch wieder andere Dinge tut und sehr eigenwillig auch die Beschlüsse interpretiert. Und ich glaube, das kostet Vertrauen, das kostet Glaubwürdigkeit, weil am Ende für die Menschen nicht mehr erkennbar ist, dass es hier ein in sich stimmiges Konzept gibt. Und das kostet am Ende dann die Akzeptanz. Und ich glaube, das ist die wichtigste Währung, die wir bei der Pandemiebekämpfung haben. Die Menschen müssen die Maßnahmen akzeptieren, wenn sie sie befolgen sollen. Und jetzt kommen wir in ein spannendes Fahrwasser. Bisher galt ja die Linie, Sie korrigieren mich, wenn ich das falsch sehe, dass der Bundestag ganz gerne ein bisschen mehr mitbestimmt hätte. Das war auch die Linie, die Herr Brinkhaus vor kurzem ja noch mal in verschiedenen Interviews auch dokumentiert hat. Aber wenn wir das jetzt hier zu Ende denken, dann würde dieses Projekt bedeuten, mehr Rechte beim Bund. Können Sie das wollen? Nein, also es ist in der Tat so, dass wir als Bundesgesetzgeber durch das Infektionsschutzgesetz hier einen klaren und auch verbindlichen Regelungsrahmen vorgegeben haben. Dieser musste von den Ländern ausgefüllt werden durch die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die dann in den Ländern umgesetzt werden mussten. Wir haben aber nun gesehen, dass diese Beschlüsse eben nicht so wie gedacht umgesetzt werden, dass sie sehr eigenwillig interpretiert werden. Und deswegen glaube ich, ist es gut und richtig, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob man nicht bundeseinheitliche Maßnahmen, angeknüpft an bestimmte Kriterien, darüber muss man sprechen, aber bundeseinheitliche Kriterien, die dann auch in den jeweiligen Ländern und in den jeweiligen Regionen verbindlich sind, treffen. Das ist das Ziel dieser Initiative und ich finde das gut und richtig. Dann liegt die Tücke und Sie sind Jurist im Detail und dann wollen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Sie sagen, Infektionsschutzgesetz muss abgeändert werden. Heißt das jetzt mehr Rechte beim Bund für alle Zeit oder wie soll das konditioniert sein? Was wäre Ihre Denke dazu? Die verfassungsrechtliche Ausgangslage ist recht klar. Wir haben als Bund auch jetzt schon die Kompetenz für das Infektionsgeschehen. Wir können das Infektionsschutzgesetz verändern. Wir haben es bislang so ausgefüllt, weil wir immer gesagt haben, dort vor Ort, wo man vielleicht noch einen besseren, genaueren Blick auf die Inzidenzen und auf die sonstigen Situationen vor Ort hat, dort geben wir den Ländern das in die Hand. Wenn wir aber jetzt feststellen, und das zeigen ja die letzten Wochen und Monate, dass es nicht so richtig funktioniert, dass die Ministerpräsidentenkonferenz und jeweils in den einzelnen Ländern offensichtlich nicht mehr der Wille, vielleicht auch nicht die politische Kraft vorhanden ist, diese Maßnahmen dann auch konsequent umzusetzen. Das muss man ja immer sehen. Das sind einschneidende Eingriffe in die Freiheitsrechte von Menschen. Das ist politisch schwierig zu kommunizieren. Und dann ist es schon so, dass die Länder oftmals dann die Verantwortung zum Bund schieben. Und dann muss man fragen, ob es nicht dann auch richtig ist, dass wir als Bund diese Verantwortung auch dann nehmen und bundeseinheitlich diese Maßnahmen beschließen. Herr Luschak, letzter Punkt für uns. Mitten in der dritten Welle, die jetzt wirklich langsam hochläuft, haben Sie jetzt zwei wichtige Punkte noch vor sich. A, Sie brauchen Mehrheiten für dieses ganze Projekt und zwar A, mit dem Koalitionspartner und B, mit einem Bundesrat, der in der nächsten Regelsitzung erst am 7. Mai zusammenkommt. Wie wollen Sie das lösen? Wir hören ja jetzt unterschiedliche Stellungnahmen aus den Ländern. Dort gibt es Kritik, selbstverständlich, aber es gibt auch befürwortende Stellungnahmen, weil die Ministerpräsidenten ja sehr, sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Viele haben sich sehr konkret, so wie es auch vereinbart war, an die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz gehalten. Andere, mein Bundesland Berlin, hat einen Sonderweg eingeschlagen, Brandenburg, auch Mecklenburg-Vorpommern, was etwa die Notbremse anbelangte.
Das heißt, es gibt ja auch Kritik von Seiten der Bundesländer und das gilt es jetzt zusammenzufügen und darüber müssen wir diskutieren. Ich glaube aber, dass es mit Blick auf die Akzeptanz der Maßnahmen und das ist das Entscheidende bei der Pandemiebekämpfung, absolut richtig ist, diesen Weg und diese Diskussion jetzt zu führen. Und eine ist geboten. Ganz herzlichen Dank für diese Erläuterung, Informationen. Das war Jan-Marco Luschak, CDU, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Danke nach Berlin. Merci. Sehr gerne.